Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghuhn. Wir wurden schon ziemlich oft gefragt, wie ladet ihr eigentlich, wenn ihr auf Tour seid, eure ganze Elektronik auf? Sprich Smartphone, Navi und die Kamera. Genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, und bevor ich jetzt euch einzelne Produkte vorstelle, erstmal die grundsätzliche Frage, die man sich immer stellen muss, ist, wie bin ich unterwegs und wo habe ich die Möglichkeit, meine Verbraucher wieder nachzuladen? Und alles andere kommt danach, was man dann wirklich in Ausrüstung braucht. Also fangen wir vielleicht mal damit an, was wir aufladen, und zwar regelmäßig, wenn wir auf Bikepacking-Tour sind. Das erste ist schon montiert, ein Fahrradnavi, wenn wir auf unbekannten Wegen unterwegs sind. Das läuft dann normalerweise den ganzen Tag. Also muss ich das nachladen. Ein Smartphone muss ich nachladen. Wenn wir zu zweit unterwegs sind, hat natürlich jeder sein Smartphone dabei. Also haben wir mindestens zwei. Und jetzt hier in dem Fall, also die Kamera muss auch geladen werden. Also entsprechend muss man seinen Stromverbrauch kalkulieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man eben die Chance hat, in irgendwelchen Cafés oder Restaurants oder auch immer sozusagen die Luxusvariante des Bikepackings zu verwenden, dann kann man sich ein Netzteil mitnehmen und direkt halt an der Steckdose nachladen. Das ist die einfachste Variante. Ich habe hier ein Beispiel, zwei verschiedene Netzteile dabei. Das war mal original dabei. Bei meinem alten Smartphone USB-Ladestecker, also 5 Volt und 1 Ampere, hat sprich 5 Watt. Und dann gibt es hier noch etwas Größeres, das hat Netzteil, das hat 12 Watt. Das war mal beim Tablet dabei. Und damit kann man auch ein Smartphone schnell laden. Das bieten ja die modernen Smartphones eigentlich alle an, dass man sie auch schneller laden kann als nur mit einem langsamen Netzteil. Wenn man so eine Pause macht, kann man damit gut was nachladen. Tja, wenn man jetzt unterwegs hat, aber nicht diese Möglichkeit, dass man irgendwo direkt an der Steckdose nachlädt, gibt es die Möglichkeit, zweite Variante, das Ganze mit einer Powerbank zu machen. Haben wir auch getestet, also wie gesagt, zum Schluss schaut in die Videobeschreibung rein. Ich habe die ganzen Produkte hier verlinkt. Ich stelle die jetzt nicht hier im Detail vor. Die Powerbank hat 10.000 mAh und das hat sich für uns als so genau passend für unsere meisten Touren herausgestellt. Wenn wir noch länger unterwegs sind, haben wir vielleicht noch eine zweite dabei gehabt. Das hat aber ganz gut gereicht, weil wir alle paar Tage irgendwo dann schon nochmal nachladen konnten. Und zwar kommen wir jetzt zur nächsten Variante. Also damit kann man ein Smartphone, je nachdem, was für ein Akku es hat, so ungefähr 2-3 Mal auf jeden Fall nachladen. Das ist schon ganz gut. Natürlich, wenn man länger unterwegs ist und vielleicht nicht jeden Tag die Möglichkeit hat, irgendwo eine Steckdose zu finden, braucht man mehr Strom. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante. Und zwar ist das ein Solarmodul. Das verwenden wir jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe verschiedene Modelle getestet. Das kann man auch auseinanderfalten, dass man es schön verstauen kann. Sieht jetzt relativ groß aus, kann man wirklich klein hier zusammenfalten. Das hat immerhin schon 18 Watt, also ist schon ganz ordentlich. Nochmal zum Vergleich, der kleine Ladestecker hat 1 Ampere, 5 Volt, also sprich 5 Watt. Der hier hat 12 Watt, damit kann man ein Smartphone relativ voll, schnell vollladen. Damit kann man auch, wenn man eine Pause macht, länger natürlich eine Powerbank nachladen. Aber wie gesagt, wenn man keine Steckdose hat, geht es natürlich nicht. Und wenn man schönes Wetter hat, so wie jetzt, und man sieht schon ein bisschen am Laub, es ist spät im Jahr, selbst dann ist es noch möglich, zumindest um die Mittagszeit, wenn die Sonne ordentlich scheint, mit einem Solarmodul einen guten Ladestrom zu erzeugen und auch eine Powerbank wieder zumindest teilzuladen und dann wieder über Nacht genügend Strom zu haben. Ja, wenn die Sonne aber nicht scheint, man ist jetzt länger unterwegs, gibt es noch die Variante Nummer 4 und die ist hier oben installiert. Dieses USB-Ladegerät, also wer die Möglichkeit hat, ein Nabendynamo, dass er schon verbaut ist am Rad, der kann auch so ein USB-Ladegerät nachrüsten, so wie ich es hier gemacht habe. Auch dazu gibt es ein eigenes Video, wo ich das nochmal vorgestellt habe und einen eigenen Blogartikel. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr das dann. Auch damit kann man nachladen. Hat so ein bisschen den Nachteil, dass die Leistung begrenzt ist. Also in dem Artikel gehe ich dann auf alle Details ein, wer das nochmal genauer wissen will. Also haben wir quasi 4 Varianten, die wir zumindest verwenden, je nachdem, mit welchem Setup ich natürlich unterwegs bin oder wir unterwegs sind. Wenn ich mit dem anderen Gravelbike, meinem Specialized Diverge, unterwegs bin, da habe ich kein Nabendynamo, ganz bewusst nicht. Da kann ich natürlich kein USB-Ladegerät verwenden, sondern bin auf eine Powerbank oder halt auf ein Solarmodul angewiesen. Primär sind wir aber bei schönem Wetter unterwegs und auch eher in der warmen Jahreszeit. Da hat es recht gut funktioniert. Vielleicht noch ein Punkt, der für mich neu war oder eine interessante Geschichte war. Wenn man bei Kälte nachlädt, sind alle Akkus, also auch eine Powerbank oder halt natürlich die Smartphones,
relativ kälteempfindlich, sprich, wenn es so unter 5 Grad ist, haben die bei mir gar nicht mehr geladen. Also die Akku hat keinen Strom mehr angenommen. Und das ist das Nächste. Also wenn man jetzt im Zelt, im Freien irgendwo übernachtet, würde ich auch immer empfehlen, die Verbraucher, die wirklich wichtig sind, sowas wie eben das Smartphone, am besten in den Schlafsack mit reinzunehmen oder unter den Schlafsack. Ich habe es meistens in mein improvisiertes Kopfkissen, wenn ich mir aus Kleidung einfach nochmal so ein Paket gemacht habe und dann das unter den Kopf geschoben, damit es wirklich möglichst nah am Körper dran ist, damit es warm ist und dann halt ausgeschaltet über Nacht. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich es einfach so im Zelt habe liegen lassen, offen, dann war der Akku ziemlich stark entladen über Nacht. Das kann man damit ein bisschen vermeiden. Ja, ich hoffe, diese Tipps waren jetzt hilfreich für euch. Wie gesagt, die Details zu den einzelnen Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Je nachdem, wie spannend sind, werde ich es natürlich auch beantworten. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Servus!